Unser Thema heute: Wohlfühlbüros. Nina Wolf wird uns in die Welt der Farben bringen. Andreas Aretz spricht über Akustik und zeigt uns, wie man mit schönen Akustikelementen auch gute Räume dekorieren kann. Frau Monika Lepel hat ein ganz besonderes Objekt, das sie uns vorstellt, nämlich die Google in Düsseldorf. Dort wird wirklich Wohlfühlleben, glaube ich, gelebt. Und am Schluss haben wir noch Professor Markus Hengstschläger, der uns aufzeigt, dass wir das alles nicht mit Mittelmaß erreichen können, also diese Wohlfühlbüros. Erfolgsfaktor Farbe ist so ein Titel, der mich schon sehr, sehr viele Jahre begleitet, weil ich sehr häufig natürlich gefragt werde, welche Farben nimmt man denn im Büro, was ist da sinnvoll, passend, brauche ich das überhaupt? Und ich mache mir sehr viel Gedanken und ich frage mich, natürlich sieht man das auch an diesem Raum, wo wir uns gerade befinden, warum ist dann dennoch Grau dominant in dieser Arbeitswelt? Ist es so, dass uns Grau oder auch jetzt hier dieses Umfeld am meisten motiviert? Es ist natürlich teilweise abhängig von der Architektur, von der Innenarchitektur, von der Möbelauswahl. Aber es ist natürlich schon der Standard. Und deshalb mein Appell zum Abschluss: Versuchen Sie, Farbe nuanciert einzusetzen. Das heißt, nicht nur ein Rot als ganz mutige Einsatz in so einem Raum, sondern bewusst Rottöne mit verschiedenen Nuancen kombinieren, sich ein bisschen orientieren an der Natur. Bei diesem alt ist, 2003, Jeremy Meissen hat in einem sehr guten Buch mal so vier Big Points der Bürogestaltung, das war bevor Google so googelig war, ja, das sagen die ja selber von sich, mal benannt, dass Büros, und hier fängt zufällig alles mit N an, narrativ, nodal, nomadisch und nachbarschaftlich sein sollen, das ist die tolle deutsche Übersetzung. Ich gehe das mal ganz kurz mit Ihnen durch. Das ist von 2003, es ist 11 Jahre alt, dieses Statement von ihm. Also narrativ heißt, das Büro, die Bürowelt, das Gebäude erzählt eine Geschichte über das Unternehmen, über die Werte und über Inhalte, aber auch visuell, es erzählt was darüber, was das Unternehmen mit der Welt zu tun hat. Die Gebäude bauen quasi eine Brücke zwischen Unternehmenszweck und Hülle für die Arbeit. Beste Architekturen, beste Lage, der Wow-Effekt der Immobilienbranche, der Makler, also immer nur allerbeste Immobilien. In Zehnten gibt es noch Lounges. Hier ist wirklich das Gold mit dem Naturton total so verschmolzen und gibt einem diesen Eindruck, ich arbeite in einer Firma, die diese ganzen Preise holt. Ja. Intelligente Strategie, aber auch
die Atmosphäre unterstützen mit coolen Produkten. Und dann gibt es natürlich immer das Big Picture, wenn man ankommt, muss da groß Google stehen, wissen Sie. Düsseldorf gilt als der Schreibtisch des Ruhrgebiets, weswegen hier hinten so alte Schreibtischschubladen sind und die Leute bringen auch von überall her was mit. Also die können selber vorkommen, wenn jemand jetzt aus Tel Aviv kommt und hat irgendwie so ein kleines Plüppüppchen, das wird da irgendwo reingesetzt und er hinterlässt eine Spur. Die beiden eng geführten Durchgänge, die Aufenthaltsdauer, wenn ich nochmal an den Farbvortrag von heute Morgen erinnern darf, die Aufenthaltsdauer hier ist, glaube ich, unter 5 Sekunden, da ist man ja schnell durch. Auch diese Wände, beschreibbar und beklebbar, geht alles wieder weg. Und dieses können Sie versetzen. Flexibilität war hier auch wichtig. Ne? Längere Aufenthaltsdauer, geringere farbliche Belastung auf den Sehnerven. Ja? Das ist jetzt mal ruhig, bleibt im Thema. Düsseldorf Kunsthalle Josef Beuys, seine Wirkungsstadt, aber ein total ruhiger, konzentrierter Raum. Warum? Sie haben zwei Bereiche, die Arbeitsbereiche. Da müssen es die Leute länger aushalten und sie haben die besonderen Bereiche. Beides bedarf einer extrem liebevollen Durchplanung. Das kriegen sie natürlich nicht hin, wenn sie nicht gründlich arbeiten und wenn sie keine Ingenieure haben oder Leute, die sie unterstützen, die sagen... Ich glaube, bei Ihnen passt jetzt gerade das, was nachher kommt, Mittelmaß. Mit Mittelmaß kann man das nicht erreichen. Also herzliche Gratulation, man sieht natürlich auch das Herzblut, das Sie dahinter haben. Da können wir sehr viel lernen davon. Ja. Herzlichen Dank. Wissenschaft gesagt, es dauert in etwa 100 Jahre, bis sich das Wissen auf der Erde einmal verdoppelt. Vor 100 Jahren war es so, da hat man was in der Schule gelernt, in der Lehre, ist mit diesem Wissen in seinen Beruf, damals hieß das nicht Job, damals hieß es noch Beruf, gegangen und hat eigentlich davon ausgehen können, dass mit dem Wissen, das man hat, man eigentlich durchkommt, ein Leben lang. Mit dem Wissen geht man auch wieder in Pension. Was Neues ist nicht gekommen und wen hätte man sich gefreut? Die Jahrtausendwende 2000, die wir gemeinsam miterlebt haben, hat diese Zahl aber geändert. Und seit 2000 haben die Menschen gesagt, das dauert nicht mehr 100 Jahre, bis sich das Wissen auf der Erde verdoppelt, sondern es verdoppelt sich einmal in 10 Jahren. Und das war, wer sich da noch erinnern kann, sage ich jetzt schon mittlerweile hin und wieder, der Peak des sogenannten lebenslanges Lernen. Weil da haben die Menschen gesagt, du kommst mit dem Wissen, das du dir irgendwann irgendwo einmal angeeignet hast, sei es in der Schule, in einer Lehre, auf einer Uni, wo auch immer, nicht mehr durch. Ein Team ist alles mehr als einer. Zum Beispiel zwei. Wenn zwei in diesen Turnsaal hineingehen, müssen wir klar die Frage beantworten. Wollen wir in Zukunft die beiden an dieselbe Stelle stellen? Dann haben sie keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, die Bälle der Zukunft zu fangen gegenüber einer. Da können wir einen einsparen. Aber wenn wir sie auf zwei verschiedene Stellen stellen, haben wir eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, die Bälle zu fangen. Jeder Mensch hat Talent. Nur jeder hat es woanders. Ich sage, ich liebe Elite. Weil jeder Mensch ist Elite. Nur jeder ist es woanders. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Musiker, wir brauchen Sportler und wir brauchen sogar den einen oder anderen Genetiker. Wir brauchen jeden dort, wo er besondere Leistungsvoraussetzungen hat. Und die wollen wir fördern. Und wir wollen nicht den besten Skifahrer der Welt mit irgendwelchen Ableitungen zurzeit quälen und am Ende fährt er durchschnittlich Ski und kann durchschnittlich Ableitungen rechnen. Sondern wir erlauben ihm zu sagen, pfeife jetzt einmal auf die Ableitungen und gewinn dieses Rennen. Oder? Also ich habe mir auch eine Frage gestellt, ob Sie jetzt das nur können oder ob das Talent ist, was Sie machen. Üben. Aber jetzt habe ich aber auch noch etwas überlegt. Sie haben noch ein zweites Talent. Sie können, glaube ich, im Garten arbeiten. Ja, das stimmt.
Ja? Ja. Das ist eigentlich eine Ausnahme. Aber jetzt habe ich Ihnen gedacht, also ich habe mal ein paar Knieschoner. Ha!